wieder ab nach Hause. Was für so ein simplen Papierkram. Lass nämlich so ohne Arbeit machen. Aber ich möchte mal dazu sagen, dafür gibt es aber auch ordentlich Zaster. Ne? Was die Kohle betrifft, lassen die sich an den Tutorial-Missionen nicht lumpen. Alle stapeln und nachladen. Ja, jetzt mit dieser Mission werden wir nämlich die 2 Millionen ISK-Grenze knacken. Oh, da hat mich doch schon wieder einer anvisiert. Andockerlaubnis erbeten. Was hat er gegen mich? Warum macht er mich gelb? Warum zur Hölle ist der gelb? Mission abschließen. Sie lernen schneller, Kascha. Wenn Sie Glück haben, kann das Aufspüren von Radargebieten manchmal äußerst lukrativ sein. Mit Tech-2-Technologie lässt sich eine Menge Geld machen und mit den Ressourcen, die sich in solchen Gegenden finden, fängt alles an. Ich hoffe, Ihr Grundwissen darüber wird Ihnen auf Ihrem weiteren Weg nützlich sein. Es gibt noch einen weiteren Signaturtyp, den Sie kennenlernen müssen. Wenn Sie bereit sind, etwas darüber zu lernen, werde ich hier sein, um Sie zu unterrichten. Ja, dann machen wir weiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das wird immer mehr, was man da lesen muss. Oh, 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 oh. Ja, schauen wir mal. Sobald Sie die Mission angenommen haben, werden wir Ihnen den Zugangsschlüssel für den zweiten Raum übergeben. Alles klar. Aha, aha, aha. Probe. Was kann denn die Probe-Info anzeigen? 320 Kubikmeter Laderaum. Die Probe ist im Vergleich zu anderen Minmatar-Schiffen recht groß und eignet sich zur Erkundung und für den Transport. Ungewöhnlich für ein Minmatar-Schiff ist die stark gepanzerte Außenhülle, die nicht leicht zu zerstören ist. Wegen ihrer eingeschränkten Waffenzuladung benötigt die Probe jedoch die Schützenhilfe anderer Schiffe. Ach so. 5% Bonus auf die Laderaumkapazität je Skillstufe. 5% Bonus auf die Scanleistung von Sonden je Skillstufe. 5% Reduktion bei der Aufklärungsflugzeit von Sonden je Skillstufe. Also das ist doch ein reines Aufklärungsschiff. Aber wir werden doch ein bisschen Waffen an Bord. Ein bisschen lieber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich glaube, wir knacken die 2 Mille jetzt doch nicht. Denn wir brauchen noch 30.000 ISK und wir bekommen plus 26. Haha. Tipps und Tricks. Sie können 2 Arten von Gaswolken finden. Mykoserosin und Cytoserosin. Myko findet man in Regionen mit hoher und niedriger Sicherheitsstufe. Cyto in Regionen der Sicherheitsstufe 0. In sicheren Bereichen des Alls gibt es die wenigsten Gaswolken. Sie wurden während des großen Booster Rushs alle komplett leer geschöpft, bevor die Nebenwirkungen bekannt wurden und man die... Ja, komm. Komm, komm, lass mich damit in Ruhe akzeptieren. Gaswolken extrahieren bezeichnet den Prozess des Scannens von interstellaren Gaswolken und wertvolle Ressourcen aus ihnen zu extrahieren. Gaswolkenformationen erscheinen auf ihrem Scanner als Ladarsignaturen. In Ladargebieten findet man eine Vielzahl einzigartiger Ressourcen vor. Bei den meisten Ladarsignaturen handelt es sich lediglich um Gaswolkenformationen, aber hin und wieder könnten sie auch auf eine Piratenbasis stoßen, in der Booster hergestellt werden. Um Kosten zu sparen, befinden sich diese Drogenlabore immer innerhalb von Gaswolken, wo sie scharf bewacht werden. In solchen versteckten Drogenlaboren könnten sie auch noch andere Container finden, die mit Hilfe eines Codebreaker-Moduls und Hacking geknackt werden können. Im Moment sollten sie sich aber nur darauf konzentrieren, das Gebiet zu scannen. Alles klar. Also heißt es wieder raus in die weite Welt und nach Ladargebieten suchen. So schwierig ist das mit dem Scannen gar nicht. Also zumindest nicht kompliziert. Tipps und Tricks. Ja, gehen wir jetzt mal nicht auf den Zeiger hier. Wir feuern wieder unsere 4 Sonden ab. 1, 2,
3. 4. So. Gehen in den Scan-Monitor. Gehen auf die Karte. Schieben uns das hier zurecht. Dreh das mal noch ein bisschen. Ich hätte das gerne so. Noch ein bisschen drehen. So. Du da runter. Du da rüber. Du hier rüber. Du da hoch. Feuer mal noch eine fünfte ab. Ach so. Ach so, wir können keine fünf abschießen. Alles klar. Dann scannen wir erstmal. Mal schauen, was wir finden. Vor uns habe ich ja immer zu diese Ladar-Gebiete gefunden. Mal gucken, ob das jetzt wieder so ist. Ja, siehst du, jetzt haben wir nämlich hier Ladar, bla bla. Es ist eins gefunden, aber die Frage ist nur, wo? Dann schieben wir halt alles mal noch ein bisschen wieder Richtung Mitte. Nee, 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 ich möchte nicht die Karte drehen, ich möchte nur die Sonden verschieben. So. Scannen nochmal. Hä? Blauer Cargo-Container? Was heißt denn blau? Ladar, 75%. Magnetometrisch, magnetometrisch. Anomalie, Trainingsgebiet. Anomalie, Trainingsgebiet. Ja, schön, dass mir trotzdem Ladar auf grün angezeigt wird und ich es aber irgendwie nicht sehe. Wir zoomen mal näher. Näher ran, habe ich gesagt. Dann wird es hier wahrscheinlich das Rote sein. Dann wollen wir doch mal in den roten Scan-Bereich gehen. So. Und scannen es nochmal. Was ist blau? Dieser Frachtcontainer ist schwach konstruiert und kann die Härte des Alls für nicht länger als eine Stunde überleben. 27.000 Kubikmeter. Wow. Aber warum zur Hölle ist der blau? Ladar, 100%, jetzt haben wir es doch. Dann bist du das. Da komme ich gleich nochmal hin. Ich möchte jetzt aber nochmal kurz die Karte schließen. Ich möchte jetzt mal gucken, was das mit dem Frachtcontainer auf sich hat. Also wie das aussieht, gehört das ja jemandem. Und zwar dieser Dame hier. Weniger als einen Tag. Ne, dann kann ich das eigentlich auch sein lassen, weil da wenn ich versuche hier irgendwas... Ach, jetzt habe ich das geschlossen. Verflucht. Nein! Jetzt muss ich das nochmal machen. Oh Mann! Ah ne, da sind sie noch. Huh. Warp dich mal dahin. Warp-Antrieb so. Aktiv. Sonde einholen. Und jetzt können wir es schließen. Hopp. Karte schließen. Die schließen wir auch. Wir wollen dich ja nicht beklauen. Das würde bloß meinem Ruf schaden. Das machen wir vielleicht später mal, wenn wir etwas stärker sind oder so. Ja, aber bloß vielleicht. Nicht zwangsweise, aber vielleicht. So, jetzt sind wir auch... Ach ne, jetzt müssen wir erstmal hier durch das Tor hüpfen und dann wissen wir... Sie haben es fast geschafft, Pilot. Dies ist das letzte Gebiet. Ich bin froh, dass Sie es bis hierher geschafft haben. Sie befinden sich jetzt innerhalb der Ladar-Trainingsgebiets. Vor sich sollten Sie ein weiteres Sprungtor erkennen können, um den zweiten Raum zu gelangen. Bla 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 bla. Jump, jump. Nein! 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 Nein, 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 nein. Und speichern.
Verfluchte! Jetzt habe ich vergessen, diesen blöden Schlüssel mit ein... Oh, Mann, ey! Mann, 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 Mann! Nee, das regt mich schon wieder auf. Dieses ganze Hin und Her, Gehüpfe, Geworpe, Gespringe und Schlag mich tot. Und der komische Cargo-Container fliegt ja immer noch durch die Gegend. Andock-Erlaubnis erbieten. Aber warum ist er so nah an der Station? Ich sollte mit meinem Bergbauschiff... Soll ich mir eigentlich auch mal so einen Cargo-Container benutzen, besorgen? So. Also gut. Gegenstände öffnen. Meinen Frachtraum öffnen. Und dann stapeln wir erstmal die ganze Scheiße hier. Und ziehen diesen Schlüssel auf Lada Paski da hier rein. Wunderbar. Jetzt können wir wieder abdocken. Und gehen zurück zu dem Beschleunigungstor. Hervorragend. Warum nicht gleich so? So. Gespeicherte Orte. Warptor. Hallo. Warptor. Ach, wenn es nicht alles so klein wäre. Warptor. Ja, dann warp mal auf 0 Meter. Warpantrieb aktiv. Und let's go. Ihr Gummi, Alter. Das sind bloß zwei Aue. Da sind wir ja 0, nichts da. Und wo ist es? Da ist es. Acceleration Gate. Springen. Warp-Antrieb aktiv. Und jetzt kann ich das Warp-Tor auch direkt da rauslöschen wieder. Ort entfernen. Ja, bitte, danke. Gut. So, da haben wir die Gaswolke. Hervorragende Arbeit. Vergessen Sie nicht, die Urkunde mit dem Titel Beweis für die Entdeckung Ladar aus dem Container zu holen. Sie ist der Beweis dafür, dass Sie es bis hierher geschafft haben. Falls Ihnen jemand zuvor gekommen ist, ja, das kennen wir schon, das ganze Programm. Trainingscontainer, annähern, Fracht öffnen. Please wait. Fracht öffnen und da haben wir das Dokument, das wir so heiß begehren und fliegen direkt zurück zur University. Andocken. Warp-Antrieb aktiv. Das war ein kurzer Besuch in dieser Anomalie. Ach ja. Ja, wenn ich jetzt diese Mission abgeschlossen habe, ich weiß gar nicht, ob danach noch was kommt. Dann habe ich eigentlich die ganzen grundlegenden Tutorial-Missionen eigentlich erledigt. Bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. Andock-Erlaubnis erbieten. Anfrage zum Andocken angenommen. Sowas wie eine Story gibt es ja bei Eve, glaube ich, gar nicht. Höchstens so kleine Stories halt von den Questgebern. Oder irgendwelche hübschen Videosequenzen oder sowas. Das wäre auch mal recht praktisch. Ja, das heißt praktisch, aber wäre halt mal recht hübsch. So, jetzt können wir die Mission aber abschließen. Oder. Beide Säckchen. Mission abschließen. Haha. Hervorragende Arbeit, Akasha. Sie sind vielleicht gerade erst zum Kapselpiloten ausgebildet worden, aber es gibt da draußen eine Menge Corporations, die glücklich über einen Anfänger wie Sie wären, der weiß, wie man Gebiete scannt und die Ressourcen dort nutzt. Jemand, den Sie noch so formen können, dass er perfekt in die Corporation passt. Die Fertigkeiten, die Sie gelernt haben, machen Sie noch attraktiver. Üben und verbessern Sie sie, dann werden Sie die CEOs bald um Sie reisen. Als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss des Erkundungstrainingsprogramms erhalten Sie
Eine Scan-Fregatte. Hoffentlich haben Sie Verwendung dafür. Falls nicht, dann werden Ihnen die ISK, die Sie durch den Verkauf des Schiffs bekommen können, sicherlich bei der Anschaffung einiger Erkundungsskillbücher zugutekommen. Die können nämlich sehr teuer sein. Das war's, Akasha Noctem. Gute Arbeit. Viel Glück da draußen. Schließen. Jo, jetzt haben wir natürlich keinerlei Missionen mehr, wenn ich das jetzt richtig sehe. Uns fehlt noch knapp 4000 ISK, um die 2 Millionen geknackt zu haben. Karriereagenten anzeigen. Gespräch beginnen. Keine Aufträge. Gespräch beginnen. Keine Aufträge. Gespräch beginnen. Keine Aufträge. Ja, schließen, habe ich gesagt, Mensch. Gespräch beginnen. Keine Aufträge. Gespräch beginnen. Keine Aufträge. Okay. Das heißt, wir haben das Tutorial somit abgeschlossen. Büros, was haben wir hier für Büros? Ach so. Ach, das sind die Corporations, die hier sesshaft sind. So wie es aussieht. Sinacorp. Vereinigte Ostindische Kom... Die Blick in den Sand. Salvage Bucket. Lone Star Industries. Kraftstoff GmbH. Kraftstoff GmbH. Mitgliederanzahl 24, Steuersatz 10%. Bababam. Beschreibung. Ich gründe gerade die Kraftstoff GmbH. Ich suche neue Piloten. Ich biete. Ich schätze mal alles, was die anderen auch bieten. Hilfe für Anfänger, sofortige Erstellung von Jump Clones, freie Nutzung der Core Blueprints, wie zum Beispiel aller Tier 1 und Tier 2 Schlachtkreuzer Blueprints. Keinen Stress, alles auf lockerer, entspannter Basis, ob als einsamer Wolf oder im Corp Rudel. Teilnahme an Level 4 Kampfmissionen, Nutzung der Corp Agenten, Teilnahme an Corp Mining Ops, Anleitung R und D Agenten optimal zu nutzen, ISK Maschine sofort losproduzieren und mit dem Corp eigenen perfekt erforschten Blueprints Wiederaufbereitung eurer Materialien mit maximalen Skills, Highsec-Forschung, POS ist in Planung, 0-0-System zum Geldverdienen in Planung, Logistik-Support für Mission Runner, Fleet-Bonus-Support für Mission Runner, Black Ops Stealth-Bomber-Einsätze, Anschluss an eigene kleine Allianz, Kraftstoff, keine täglichen Ward-Eggs mehr, keine Mindestskillpunkte nötig, kleine Trading 1x1 Teamspeak 3 Server. Ich suche Mission Runner, Miner, Kampfpiloten für PvP, Forscher, Produzenten, Death Bomber, Piloten, Anfänger. PS, wir stehen gerade am Anfang, also helft mit, die Korb nach euren Vorstellungen zu bauen. Bewerbung direkt im Game oder auf dem Allianzforum unter www.22696.de. Kontakt Captain Atlas Händer, Captain Satras, Co-CEO, Cool Teil, CEO, First Death. Wir suchen noch deutsche Korps für unsere Allianz. Weiter lebt es sich blau einfach besser. Standing-Anfragen direkt bei First Death. Wir suchen ein System im 00 zur Untermiete. Angebote direkt an First Death. Ja, also das könnten wir uns zur nächsten Aufgabe machen. Eine Corporation mal zu ergründen. oder ein Suchen. Schauen wir mal. Kopfgeldbüro, Milizbüro, Versicherung, LP-Shop, Personen, Positionen, Suchtyp, Allianz, Corporation,
Fraktion, Konstellation, Region, Sonnensysteme. Ne, ich suche mal eine Corporation. Und ganz nach meinem Stil suche ich einfach mal nach Gothic. Mal schauen, ob man da was findet. Suchen. Oh mein Gott, es wurden 15 Corporations gefunden, deren Name Gothic enthält. Wenn Sie den gesuchten Namen nicht sehen, geben Sie bitte einen genaueren Suchbegriff ein. Label verwalten. So, dann wollen wir mal schauen. Gothic Industries, Gothic Lolita Fashion Club.